Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer bei Agra heute TV, die Woche in 7 Minuten. Auch dieses Mal erfahren Sie wieder die aktuellsten Themen aus der Landwirtschaft direkt von uns. Neue Scheibensämaschine, die Köckerling V2 im Agrartechniktest. Umstrittener Genmais, EU-Zulassung wahrscheinlich. Und unser aktueller Marktreport. Mit der V2 hat nun auch Köckerling eine Scheibensämaschine im Programm. Meine Kollegen von der Agrartechnik hatten Gelegenheit, bei der Weizenaussaat im letzten Herbst einen Blick auf eine Vorserienmaschine zu werfen. Vorweg arbeitet eine zweireihige Kurzscheibenegge. Genau wie die anschließend folgenden Düngerschare sind die Träger an Blattfedern montiert und können Hindernissen ausweichen. Der Radpacker zur Rückverfestigung, auf dem die Maschine auch im Straßentransport gefahren wird, ist in 2 Reihen versetzt aufgebaut, was auch Materialstau vorbeugen soll. Erstmals arbeitet Köckerling mit der Doppelscheibenchassis-Technik. Der Behälter ist über eine Klappleiter gut zu erreichen. Er fasst in der Zweikammer-Variante 4000 Liter zu 2/3 Saatgut und 1/3 Dünger. An eine Lampe und eine Einstiegsleiter für Wartungsarbeiten haben die Ingenieure gedacht. Die Sämaschine arbeitet mit einem Reihenabstand von 143 mm auf 42 Reihen. Die Düngerschare schlitzen den Dünger zwischen die Saatreihen. Auf Wunsch lässt sich die V2 auch als Eintankmaschine ohne Düngerschare bestellen. Weitere Kurznachrichten gibt es für Sie nun im Nachrichtenblock. Der umstrittene Genmais 1507 der US-Firma DuPont Pioneer wird mit großer Wahrscheinlichkeit für den Anbau in Europa zugelassen. Die große Mehrheit der EU-Minister sprach sich im Vorfeld der Abstimmung zwar gegen eine Genehmigung aus, schließlich kam jedoch nicht die nötige Stimmenzahl für eine Ablehnung zusammen. Damit liegt die Entscheidung nun bei der EU-Kommission. Und diese muss den genveränderten Mais laut Faktenlage und entsprechend der EU-Freisetzungsrichtlinie erlauben. Verschiedene Länder wie etwa Frankreich, Italien, Österreich und auch Deutschland haben bereits angekündigt, den Anbau von 1507-Mais auf ihrem Gebiet verbieten zu wollen. Bundeslandwirtschaftsminister Friedrich plädiert für eine regionale Ausstiegsklausel. Die Marktlage für europäische Milch ist gut. Zwar kam es Ende 2013 zu einem leichten Rückgang der EU-Erzeugerpreise auf durchschnittlich 39,89 Cent je Kilo Milch, aber das Vorjahresniveau wurde um 17% übertroffen. Dies geht aus der jüngsten Preisstatistik des niederländischen Bauernverbandes LTO hervor. Die Erhebungen der LTO zeigen weiter, dass nach wie vor sehr große Unterschiede bei den Auszahlungspreisen innerhalb der EU bestehen. Die Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Preis liegen bei fast 10 Cent. Den besten Erzeugerpreis zahlte der italienische Milchverarbeiter Granarolo mit 44,11 Cent. Die Verkaufspreise der Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft BVVG haben im zurückliegenden Jahr in Thüringen wieder deutlich zugelegt. Ein Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche kostete durchschnittlich rund 12.900 Euro. Das ist ein Anstieg von rund 22% gegenüber dem Vorjahr. Verkauft wurden durch die BVVG in Thüringen insgesamt 2.400 Hektar Acker und Grünland sowie 2.300 Hektar Wald. Auch die Pachtpreise stiegen weiter und lagen 2013 mit im Schnitt 419 Euro je Hektar, 7% über dem Vorjahreswert. Weiter geht es nun mit unserem Marktexperten Dr. Olaf Zinke, diesmal im Fokus der aktuelle USDA-Report, speziell im Hinblick auf die Sojaernte in Südamerika. Liebe Landwirte, auch heute möchte ich Sie wieder ganz herzlich zur aktuellen Marktwoche auf Agra heute TV begrüßen. Diesmal geht es um den aktuellen USDA-Report und ganz speziell um die Sojaernte in Südamerika. Im Februar hat die Sojaernte in Südamerika bereits begonnen und bislang sind die Ernteprognosen ganz hervorragend. Auch die jüngste Hitzewelle in Südbrasilien hat bislang nicht zu einer Änderung der sehr guten Ernteerwartungen geführt. Der Einfluss Brasiliens und Argentiniens auf den globalen Markt für Ölsaaten und für Futtergetreide ist gewaltig. Im letzten Jahr lag der Anteil der beiden Länder am globalen Handel mit Sojabohnen etwa bei 50%. Der Anteil am Handel mit Sojaschrot lag sogar bei
65%. Im Februar wurde die neue brasilianische Sojaernte auf den neuen Produktionsrekord von 90 Millionen Tonnen geschätzt. Der bisherige Produktionsrekord aus dem vorigen Wirtschaftsjahr lag bei 82 Millionen Tonnen. Das wären zu dieser Ernte 8 Millionen Tonnen mehr als im letzten Jahr. Mit der erwarteten Riesenernte werden jedoch die Logistikprobleme der Brasilianer zur Haupterntezeit nicht kleiner. Denn Investitionen in die Transport- und Lagerlogistik hat es kaum gegeben. Dafür werden sich aber die Exporte auf deutlich mehr Häfen im Norden und auch im Nordosten verteilen können. Zum Ende unserer Sendung werfen wir gemeinsam noch einen Blick aufs Wetter. In Rottweil in Baden-Württemberg zeigt sich der Winter die kommenden Tage von seiner frühlingshaften Seite. Bis zu 8 Grad werden erwartet, dabei gibt es einen Sonne-Wolken-Mix mit vereinzelten Regenschauern. Mehr auch über Ihre Region erfahren Sie, wenn Sie unter www.agraheute.com das Agra-Heute-Profi-Wetter aufrufen. Damit darf ich mich auch schon wieder verabschieden. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.